Hallo und willkommen zurück zu Planetary Annihilation. Beim letzten Mal haben wir ja wieder eine neue Kampagne gestartet und haben gleich den ersten Kampf gewonnen. Hauptsächlich um den blauen Gegner, wir sind ja diesmal rot, um den blauen Gegner ein bisschen in seine Schranken zu weisen, dass wir hier mehr Gebiet haben, um bedrohungsfrei zu abzuernten, sage ich mal, Technologien. So, Technologien wollen wir gerne noch ein bisschen was... Ui... habe ich noch nicht. Das wäre natürlich nicht schlecht. Damit kann man Atomwaffen, die Heli Rockets und die Kontrolldinger für die Metallplaneten für 75% weniger Metall bauen. Ich werde die erstmal ablehnen. Ich meine, ich habe sie erstens nicht und zweitens weiß ich nicht, wenn ich sie hätte, ob ich sie wirklich benutzen wollen würde. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier rumkomme, ohne dass hier ein Gegner dazwischen ist. Ist das hier? Das sieht man noch nicht. Deswegen werde ich die ablehnen. Ich meine, so Atomraketen rumschmeißen ist natürlich wunderbar. Advanced Orbital Tech. Das ist etwas, was ich beim anderen Spiel unbedingt gewollt hätte, um mehr Planetensysteme sinnvoll zu erobern. Das sind aber die Advanced, das heißt, das wird, das ist noch etwas schwer damit, da überhaupt hinzukommen, weil das eben sehr fortgeschritten ist. Man muss erstmal da hinkommen, aber ich würde das auf jeden Fall mitnehmen wollen. Jetzt muss ich überlegen, was schmeiße ich raus. Metall und Energy Production, 300% Dingens. Damage of all Vehicles. Ich habe hier auch Metall und Energy Storage, das heißt, eins von beiden müsste ich rausschmeißen. 25% mehr Produktion ist, glaube ich, besser als das hier. Das ist für einen, sozusagen für einen schnellen Start gut, dass man erstmal mehr Lager hat. Aber wenn man dann Lager baut, dann ist das irrelevant. Und das Lager hat man auch hier. Das heißt, es ist wirklich nur für einen schnellen Start. Ich werde das erstmal löschen. Ja. Dafür nehme ich jetzt die orbitale Technologie. Hier ist der blaue. Das heißt, der ist hier irgendwo verbreitet. Wenn wir uns das gesamte, die gesamte Galaxie mal ansehen, wird vermutlich hier so irgendwo der Orange sich rumtreiben. Hier so der blaue, vielleicht auch von hier oben aus. Dann wird hier der, wen hatten wir da? Den lilanen und hier wieder der rote sein irgendwo. Frage ist, ob die sich jetzt auch währenddessen ausbreiten. Ich würde erstmal versuchen, sozusagen abzutrennen, das Gebiet, dass ich dann hier hinten noch Technologien einsammeln kann, wie ich lustig bin. Da ist lila, genau, wusste ich doch. Das ist auch was ich gerne haben wollen würde. Ich mache jetzt die Waffen weg. Basic-Fahrzeuge habe ich, Advanced-Fahrzeuge behalte ich, das hier. Und ich mache, dass die Fahrzeuge besser, ja, stärker sind, weg. Und dafür nehme ich die Basic-Air-Technologie. Wenn ich Advanced kriege, würde ich Basic rausschmeißen und dafür sofort Advanced nehmen, aber das ist später. Ich bräuchte aber noch Technologien, die vielleicht mehr Plätze geben, mal wieder. Ja! Was? Klappt doch alles wunderbar. Rot ist ja gar kein Gegner. Gibt ja nur die drei, stimmt ja, ich bin ja rot. Mir hat aufgefallen, der kann ja nicht hier sein. Das heißt, hier ist überall orange, hier ist hellblau in der Mitte und oben ist lila. Oder im Norden, keine Ahnung, ob das hier Norden ist. So, weiter einsammeln. Vielleicht können wir hier noch weitergehen dann. Ja, können wir. Speed, nee, das will ich nicht. Obwohl, ja, ich nehme es erstmal, aber es bringt mir jetzt nicht viel. So, da ist überall der Lilane. Ja, das ist toll. Das werden wir gleich sehen, wie toll das ist. Ich nehme jetzt die orbitale Technologie raus und nehme dafür den hier mit. Der hilft mir, der ist zwar genauso easy wie die Bots, die wir hier gegen die wir spielen, aber das ist ein, naja, ein Opferlamm. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob wenn er stirbt, dass dann die, ob der an die Technologie weg ist oder ob der einfach nur weg ist sozusagen und sonst irgendwas. Also er hat, glaube ich, geteilte Ressourcen mit mir. Das heißt, wenn er Ressourcenabbausachen baut, kriege ich davon auch was ab und umgedreht verbraucht er auch meine Ressourcen. So, ich werde jetzt erstmal hier mir die restlichen Technologien holen, die hier noch sind. Die hier noch rumstehen. Economy Fabrication. 50% billiger sind dann diese Sachen. Aber das lohnt sich auch kaum. Nein, will ich nicht.
Das braucht man zu selten. Es gibt nur einen Planetentypen, der, wo man das braucht, und dort kann man auch meistens ohne das auskommen, denn mit Fliegern bzw. Carbots kann man relativ auch das Wasser überqueren ohne Probleme. So, Naval Combat? Nee, das will ich auch nicht. Wobei das jetzt natürlich wieder interessant wäre, wenn man so ein Schiff hinstellt und das einfach mal 20 Fahrzeuge da platt macht, wär auf dem Weg. So, jetzt würde ich hier noch holen. Yay! Und jetzt hier noch irgendeine schöne Technologie? Ja, das nehmen wir erstmal. 50% mehr HP, Damage und Speed 25% erhöht von Fliegern. Und wir haben ja die Basic-Flieger, wir haben Basic- und Advanced-Fahrzeuge, wir haben Storage-Zeug und wir haben orbitale Technologien, auch wenn es die Advanced sind, das heißt, da kommt man schwer hin. Aber wir haben erstmal was, womit wir was anfangen können. Und damit können wir auch, glaube ich, mit der Advanced-Orbital-Technologie können wir auch den Gasriesen anzapfen. Das ist was, was ich gerne machen würde. Allerdings lohnt sich's hier kaum, weil hier auf dem einen Planeten gekämpft wird und das ist dann so ein gewaschter Sieg ist da wahrscheinlich der wahrscheinlichere Sieg. Hier genauso. Was haben wir hier? Hier unten haben wir noch einen Planeten, wo wir hin können. Da gehe ich da mal hin. Nicht Planetenstern. Schauen wir mal. Hier müsste man auch wieder hinten den orangenen Gegner vermutlich haben. Ja. Metal Build Cost of All Vehicles. Ja, ich habe jetzt schon so eine schöne Kombination von Technologien, dass ich fast das nicht haben will. Wobei auf Einzelplaneten natürlich die Fahrzeuge auch schon nicht schlecht sind, wenn ich ja normale und Advanced-Fahrzeuge habe. Ich werde sie trotzdem ablehnen. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen einzelnen Planeten, wo man Schiffe wiederum gebrauchen könnte. Jetzt habe ich orbitale Technik. Ich werde mal mit den Fliegern ein bisschen probieren. Ich werde mal ein bisschen probieren, ja. Das ist die Basic Air Technologie. Dann schauen wir mal, was uns dieser Kampf jetzt bringt. Ja. Wir haben einen zweiten Computer, der uns hilft, der mit in unserem Team ist sozusagen und der auch baut und der lenkt den vor allem auch ab. Meistens ist man als Spieler dann trotzdem der Fokus vom Gegner, aber der Computer greift ihn währenddessen sozusagen flankt oder greift ihn von der Seite her an. Oder ist eben einfach nur da, um Ressourcen zu sammeln. Manchmal habe ich auch, ich habe schon einmal beim anderen Spielstand, wo ich eben selber spiele, ohne aufzunehmen, hatte ich auch schon einmal gehabt, dass mein Verbündeter einfach nur da gestanden hat, so wie wir letztens einen Gegner gesehen haben. Und ich weiß auch nicht, woran das getriggert wird, wodurch das getriggert wird, aber wir hoffen einfach mal, dass es hier klappt. Besonders bei Mehrplanetenspielen ist es sehr sinnvoll, wenn man da einen Verbündeten hat, weil dann kann der den anderen Planeten sozusagen scannen, ob da der Gegner ist und du kannst auf deinem Planeten scannen und wenn findest und der übermächtig wäre, was bisher noch nicht passiert ist, könnte man sich auf den Planeten des Verbündeten zurückziehen. So, wir haben hier diesen Planeten, der auch Wasser hat, aber oh, Eisen ist sehr weit von den Startorten entfernt. Das Wasser würde hier nicht viel bringen, weil was würde es einem bringen, hier Schiffe zu haben, wenn der Gegner hier ist und ja. Dann kommt er mit Fliegern und dann bringen die Schiffe auch nicht mehr viel. An sich habe ich nicht viel Metall. Ich hoffe einfach, dass mein Verbündeter ein bisschen Metall hat und das auch nutzen kann. Ich werde hier wegen mehr Platz erstmal bauen und hier hat man ein bisschen natürliche Hindernisse, die man nutzen kann für die Basis. So, und dann werde ich halt Eisen oder Metall hier. Was ist das? Schnee? Keine Ahnung. Dann werde ich halt Metall hier hinbauen. Ja, das scheint Eis oder Schnee zu sein. Werde ich halt Metall hier hinbauen und wenn ich merke, dass der Gegner nicht. Naja, gut, so viel Metall gibt es hier auch gar nicht. So viel Metallansammlung. Ich werde einfach gucken. Wir probieren es einfach mal. Game starts in one. Mein Verbündeter ist hier irgendwo. Okay. So, wir fangen mal an mit einer Fliegerfabrik. Dann bauen wir zwei Energiesachen. Die können wir diesmal direkt irgendwo hinbauen, weil es nicht blockiert, garantiert. Und dann bauen wir eine Fahrzeugfabrik. Dann bauen wir noch zwei Energiedinger. Und dann schauen wir mal. Also hier bauen wir erstmal drei Konstruktionsflieger und ein paar von denen. Dann schauen wir mal. Unser Commander sieht jetzt auch toll aus. Ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Boah, der ist cool. So, die Flieger werden. Ne, wir machen einfach hier so hinbewegen erstmal. Was ich mit denen mache, zeige, überlege ich dann. Du machst auf jeden Fall erstmal, wie gesagt, Eisen. Das heißt, mein Verbündeter ist hier, das heißt, der wird da hinten Eisen bauen. Ich mache hier Eisen und danach. Oder Metall, ich sage mal Eisen.
Danach hier Metall. Und danach hier so. Hat das jetzt geklappt? Ach, klappt schon. So, du baust ein Radar. Hier können wir auch zwei solche Fahrzeuge bauen. Und dann bauen wir ein bisschen normale Panzer, damit wir sicher sind, falls jetzt ein Bodenangriff kommt. So, du weißt weiter Metall. Du brauchst erstmal das Radar und dann gehst du dem Commander helfen. Was machst du jetzt? Enemy detected. Warum machst du nichts? Enemy detected. Der ist da im Süden. Ja gut, wir bauen Fahrzeuge, die erstmal ein bisschen helfen dagegen. Ach, du machst das. Geh mal da helfen, bitte. Du baust mal Verteidigungsanlagen. Obwohl. Ja doch, du baust mal Verteidigungsanlagen. Hier so in die Berghindernisse. Und du baust gegen Luftverteidigungsanlagen, damit wir da auch sicher sind. Ach, der ist wieder so ganz easy, dass er nichts macht. Da ist wieder die KI zu doof. Das finde ich dann schade, wisst ihr das? Ihr macht mal... Na gut, das ist Blödsinn, so weiträumig zu machen. Dann machen wir mal... Ja, da fliegt er, da fährt er rum. Der Commander hilft hier einfach mal. Und wir patrouillieren hier. Ach, der hat hier jede Menge Eisen schon gebaut. Gut zu wissen. Das heißt, der hat doch noch irgendwo vielleicht eine Basis. Nee, der fängt erstmal an mit rüber rum. Also das ist wirklich eine schlechte KI am Anfang. Wahrscheinlich ist wirklich der, die ersten, die da so einen leichten, niedrigeren Schwierigkeitsgrad haben. So, wir bauen mal Energie. Weil wir es nötig haben. Ihr beiden baut dann mal Metall, weil wir es nötig haben. Und ihr geht mal hier hin und tötet ihn. Na ja, gut, die werden noch ziemlich leicht getötet hier, aber das ist nicht so schlimm. Ich werde die Flieger mal losschicken, wenn die Fahrzeuge genug da sind. Das heißt, geh mal da helfen. Wir haben noch mehr Konstruktionsflieger. Wo sind die alle hin? Sind die schon kaputt? Ne, da hinten. Die bauen hier hinten. Geht mal hier bei der Flugzeugfabrik helfen. Ihr beiden macht dann Laser und dann geht ihr irgendwas machen. Ich weiß, dass der Enemy Commander da ist. Bumm. So, also das ist ein relativ leichtes Spiel gerade. Aber das war es ja letztes Mal zum Anfang auch. So, ihr alle dahin. Und ich würde sagen, wie gesagt, ich nehme jetzt alle Fahrzeuge, lasse die angreifen, aber hauptsächlich zur Ablenkung und dann können die Flieger aufbomben. Das heißt, ihr seid mal Gruppe 1, ihr geht mal hier so hin. Und ihr seid mal alle Gruppe 2. Geht mal hier hin. So. Und ihr greift erst an, wenn der Commander sozusagen in Reichweite ist. Um meine Panzer zu beschießen. Gucken, wie schnell die reagieren. Ich will jetzt nicht, dass die landen, sondern schön im Flug bleiben. Ah, der wird jetzt erstmal darauf schießen, ist klar. Und meine Antiluftflieger... So, und jetzt darauf. Schon mal guter Schaden. Inzwischen können die Panzer alle schön schießen. Sehr gut. So, gleich mal den nächsten Panzer raufjagen. Geht mal näher ran, dann schießt er schneller. Alle Mann. So, das müsste jetzt eigentlich vorbei sein für ihn. Zur Not, meine zweite Fuhr von Panzern müsste den knacken. Ach, wieso seid ihr jetzt in den Krater reingefahren? Da trefft er doch nichts mehr. Seid ihr doof?
Fahr da erstmal in den Krater rein. Da kommt's, geht garantiert leichter, dann wieder den zu treffen. Ach Mensch, seid ihr doof. Wieso machst du nichts mehr? Ach nee, ich beschieße den schon die ganze Zeit. Wieso soll ich den dann erst detekten? Geh mal den Commander abbauen. Reclaimen. Während ihr auf den schießt. Dann seid, ist jetzt mein Konstruktionsfahrzeug mal eine gute Ablenkung. Bis es tot ist. Soviel zum Thema Ablenkung. Und gleich müsste er weg sein. Und weg. Na gut, da haben wir jetzt dadurch wieder gewonnen, dass er noch nicht so eine hohe KI hatte. Das wird später noch sich ändern, haben wir festgestellt. Besonders wenn wir auf mehr Planetensystemen kämpfen. Ich habe ja gehofft, dass es jetzt nicht mehr oder noch nicht so schlimm ist. Aber das wird dann noch kommen, der Punkt. Danke für den Hinweis. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Erforschen. Commander Ammunition Tech. Damage auf your Commanders. Nee. So selten, wie ich mit dem Commander kämpfe. Was haben wir hier jetzt für ein Planetensystem? Zwei Monde. Wenn davon einer bewegbar ist, würde ich mal probieren wollen, dass ich den bewegt kriege und in einen anderen Planeten reingejagt kriege. Gut, also das werden wir dann beim nächsten Mal testen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.